Ja, hallo liebe Freunde, ich begrüße euch herzlich zu dem versprochenen Video über den Bau oder Anfertigung eines Kürungstroges. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei, könnt etwas für euch mitnehmen. Und ja, ich rede nicht mehr lange drum rum. Ach doch, nach etwa jetzt einer knappen halben Woche, halbe Woche, letztes Wochenende habe ich den Kürungstrog gebaut. Hatte ich jetzt zwei Schweine auf der Kürung, aber es ist keins von den beiden Überläufern, oder noch Frischlinge, am 1. April dann Überläufer, an den Futtertrog gegangen. Ja, wie gesagt, es ist leider so, dass die das so ein bisschen auch lernen müssen, die Schweine, wie sie an den Futtertrog kommen und wie sie dann letztendlich auch an den Mais kommen. Ja, also wieder was zum Thema Jagd. Und es ja, ist nun mal so, als nächstes werde ich anfangen am Boot zu bauen, die Bootsreparatur durchzuführen. Da ist dann wieder was für den Bootsbau dabei. Und ja, und am 9. April ist dann schon Kran und dann wird auch wieder was zu Bootsangeln kommen. Wir wollen dann schon langsam mal gucken, ob sich die Wälze denn langsam in Bewegung kommen, bevor sie laichen, dass man vielleicht nochmal den einen oder anderen dazu bekommt und überreden kann, ans Band zu gehen. Ja, also viel Spaß bei dem Videobau eines Kürungstroges oder Kürungsraufe oder nennt wie es wollt, also was zum Fressen drin halt. Viel Spaß dabei und ab dafür. Heute wollen wir zwei Futterraufen bauen für eine Kürrung. Und ich habe dort eben noch in meinem Brennholzfundus einige gute Kiefernstämme gefunden, die ich dazu nutzen will. Und ich werde euch das separat kommunizieren, also erklären, weil die Kettensäge halt so laut ist, nicht? Denke mal, ist verständlich. Und ja, wir legen einfach los. Werkzeug. Ganz einfaches Werkzeug. Zum einen, mache Handschuhe an, kann die schon. Heustock. Ein Fettstift zum Anzeichnen, die ist bloß um ein bisschen die Höhe zu kriegen und eine Kettensäge. Und ja, wie gesagt, legen wir doch los. Ja, ursprünglich als Brennholz gelagert werden das nun die Tröge. Ja, alte Männer bücken sich nicht gerne, aufgrund dessen habe ich das Stück Holz, was ich dazu benutzen möchte, den Stamm festgemacht mit Gurten auf dem Böcken. Dann braucht man nicht nur bücken und ja, ihr seht das auch besser. Ja, vorerst muss ich erstmal, wie lang überhaupt meine Hölzer sind. Eigentlich sollten sie 80 cm haben, aber na gut, das haut nicht ganz hin. Da fehlen 2-3 cm, aber das ist ja nicht so schlimm. Wir wollen ja kein Haus bauen, sondern nur einen Kürungstrog oder Futterraufe oder wie auch immer. Ich messe von den jeweiligen Enden jeweils 15 cm ab, markiere die, wie ihr hier sehen könnt. Denn wenn man weniger nimmt, läuft man Gefahr, wenn die Schweine mit Fußball spielen, dass die Kanten wegfliegen oder kaputt gehen oder reißen oder wie auch immer. Und 15 cm haben sich da bewährt. Jetzt messe ich die Stammdicke. Die Stammdicke beträgt 30 cm. Ein Drittel Tiefe schneide ich immer für die Abdeckung. Das heißt, ihr werdet sehen, ich nehme jetzt die Wasserwaage. Und die Wasserwaage, ja, da messe ich jetzt 10 cm jeweils runter, machen wir da einen Strich, um die
Dicke des Deckels zu haben, wie gesagt, ein Drittel des jeweiligen Stammes. Die Wasserwaage benutze ich einfach dazu, um halbwegs irgendwo auf gleicher Höhe zu sein, denn wenn man das nicht hat, werdet ihr sehen, wenn ich dann nachher durchsteche, dann trifft man nicht die andere Seite vernünftig. Deshalb auch mit in Waage angezeichnet jetzt. Und der Fettstift ist eine gute Alternative zum Anzeichnen, weil man den ganz gut auf dem Stamm sieht und es auch nicht so viel kostet, wie wenn ich dann mit dem Edding oder wie auch immer mich da beschäftige. Und wie eben schon gesagt, halbwegs genau, super genau muss es nicht sein. Wir arbeiten hier nicht in Millimetern, sondern eher im Zentimeterbereich, weil wir wollen dort einen Trog bauen und kein Haus. Irgendwann springt sie dann auch an, wenn die Salge, die wir das kennen. Ich säge jetzt an den Markierungen jeweils runter bis auf die waagerechte Markierung. Erst auf der einen Seite bis runter auf die Markierung, dann wechsle ich und um das besser sehen zu können, dann eben auf der anderen Seite bis runter. Ich decke das zwar jetzt mit meinem Körper ab, aber ihr könnt euch sicher vorstellen, wozu und warum ich das mache. Bei den ersten Schnitten musste ich dann auch schon feststellen, dass die Kette schärfer sein könnte. Habe dann beim zweiten Trog die Kette zwischendurch mal geschärft, da ging das dann viel besser. Zumal auch die Kettensäge gerade eine neue Pumpe bekommen hat, also eine Ölpumpe, weil die kaputt war und die fördert so stark, deshalb werdet ihr auch sehen, dass da eine gewisse Rauchentwicklung, also es ist nicht nur von der stumpfen Kette. So, also angesetzt mit der unteren Lauf, dann rumgezogen und durchgestochen, also bitte nicht gleich zustechen, weil da läuft man Gefahr, dass man dann Flashback kriegt und das kann üble Verletzungen. Beim Thema üble Verletzungen will ich gleich dazu sagen, aber ich habe hier keine persönliche Schutzausrüstung an, sprich also keinen Helm und keine, ja, eine Schutzbrille habe ich gerade durch meine Sichtbrille, also ihr seht es hier auch. Schön schräg angesetzt mit der unteren Kette und dann langsam gerade und dann durchgestochen. Dazu muss man die Kettensäge schön waagerecht halten, um auf der anderen Seite zu treffen. Das gelingt mir hier halbwegs. Also ihr seht, da rauche ich jetzt auf der anderen Seite. Es ist aber nicht nur die stumpfe Kette, sondern da entwickelt sich da nichts von der Feuchte, auch heute auch mit dem Feucht. Ja, ich denke mal, ist doch ganz gut getroffen, oder? So, jetzt lasse ich das mal ein bisschen schneller laufen, denn ihr müsst euch die ganze Zeit jetzt nicht sehen, wie ich hier versuche, den Deckel abzusägen. Ne? Thank you.
So, da bin ich nun durch. Oder? Denkst du? Ja, es kommt also durchaus vor, dass man nochmal die ein oder andere Stelle ein wenig nachschneiden muss. Ich versuche jetzt hier zu prüfen, welche Stelle das nun eigentlich ist. Aber einmal nochmal mit der Kettensäge jeweils gestochen und dann passt das schon. Beziehungsweise, da war ich wohl da nicht richtig durch. Ja. Nur das sieht doch halbwegs manierlich aus. Jetzt fällt mir ein, mach doch mal noch Markierung. Zumindest sowas ähnliches wie ein Tischlerdreieck, obwohl, wie gesagt, wir hier bestimmt keine Millimeterarbeiten machen. Aber so kann man wenigstens immer gleich sehen, welche Seite die richtige Seite ist, die man auflegen muss. Ja, nun zeichne ich mir den eigentlichen Trog an, sprich also die Stelle, wo später der Mais reinkommt. Fünf cm Abstand von den jeweiligen Schnitten, um dort die volle Breite auch zu nutzen. Und 10 cm Breite für den eigentlichen Trog reichen völlig aus. Natürlich halbwegs von der Mitte gemessen. Ich habe es jetzt von der Außenkante gemessen, aber eigentlich sollte man vielleicht mal erstmal eine Mitte einen Strich machen und dann von der Mitte aus messen. Aber so geht es auch. Und wie gesagt, es muss ja nicht millimetergenau sein. Was mache ich jetzt? Jetzt messe ich mir jeweils 6 cm von den Kanten runter, denn da steche ich dann ein, um den Boden des eigentlichen Troges zu lösen, und steche nur von einer Seite ein. Deshalb nehme ich mir jetzt auch die Kettensäge und halte sie bis auf die Länge da, wo der Strich ist, vom hinteren, und markiere mir auf dem Schwert die Tiefe des Ganzen, damit ich nicht mehr einsteche, um auf der anderen Seite rauszukommen. Es reicht vollkommen aus, wenn auf einer Seite ein Schlitz ist. Kann man so machen. Letztens gesehen, da wurde das dann innen immer mit der Kettensäge langsam mit kammmäßig rausgeschnitten und dann rausgebrochen. Ist eine Variante, wurde gesagt, ja, das ist toll, damit der Mais da drinnen sich festhängt. Ja, ist eine Variante. Es wurde dabei gesagt, dass der Mais da ein bisschen drinne klemmt und dann nach und nach, wenn die Schweine mit dem Holz arbeiten, hinausfällt. Ja, kein schlechter Gedanke. Ich wähle diese Variante, zumal auch auf einer Seite jetzt ein kleiner Schlitz ist. Und die Schweine nehmen in der Regel diese Tröge nicht sofort an, weil sie nicht so richtig wissen, was sie damit machen sollen. Wenn aber die Witterung des vom Mais unten so ein bisschen raustritt aus diesem Schlitz, ist das immer eine interessante Geschichte, weil die Schweine dann schneller die Witterung aufnehmen und schneller lernen. So habe ich es festgestellt, dass sie dort Futter finden und dass das Ding einfach mal umgeschmissen werden muss, damit sie dort eben Futter bekommen. Ja, das dazu. Ja. Also das wird jetzt bis zu der Markierung eingestochen und eben auch ausgesägt. Wenn die Kette schärfer ist, geht das vielleicht noch etwas besser und etwas schneller, aber es funktioniert schon. Also
Ihr seht ja, dort fliegen ja trotzdem ordentlich Späne. Also so stumpf kann die Kette auch nicht sein. Ja, nun ist das mehr oder weniger passiert, denke ich mal. Also der Qualm, der da rauskommt, ist nicht nur die Kette, also dass das irgendwie eine stumpfe Kette ist oder so, also ich denke das nicht, sondern ich denke mal, die neue Pumpe, die fördert vielleicht ein bisschen zu viel Öl und das verbrennt dann auch da. Man hat auch festgestellt, normalerweise sagt man zwei Tankfüllungen sind eine Tankfüllung Öl, haut dabei nicht mehr ganz hin bei der Säge jetzt, also das Öl wird etwas schneller verbraucht, na gut. Schaden kann es jetzt irgendwie nicht, aber ja, nun werden an den Markierungen des Rohres bis, ihr merkt dann auch eben, wenn denn jetzt habt ihr gesehen, ist ein bisschen abgegangen, dann seid ihr in dem Schnitt und in dem Sohlenschnitt drinne und dann arbeitet ihr das hier ringsum aus und ja, das geht eben auch etwas schneller. So, nun sollte ich es auch gleich geschafft haben. Das Holz müsste gleich locker sein. Ja, nochmal ein bisschen nachfummeln unten. Und dann können wir es rausnehmen. Ja. Und nun haben wir hier die richtige Größe. Also es passen etwa 200 bis 300 Gramm rein. Und nun wollen wir das ganze Ding erstmal sauber machen. Ja, nun schneide ich den ganzen Spaß mal ab, damit man das da auch ein bisschen sauber kriegt drinne. So, jetzt habt ihr eben auch gerade den Schlitz an der Seite gesehen. Also der ist, wie gesagt, Kettensägenbreite und Maiskörner können dort fast nicht durchfallen. So dass das also auch dicht ist, aber Witterung kann nach außen dringen. So, jetzt schneide ich das Ding wieder ein bisschen an, weil ich nämlich jetzt den Deckel oben etwas abflache. Und das mache ich, damit die Beschwerung, sprich also Steine, die drauf kommen, eine Gehwegplatte, eine große Klamotte, dort besser liegen können.
sonst wippt das zu sehr und da haben dann die Waschbären noch wieder eine bessere Chance, das runterzukriegen, weil die sind nicht doof, die versuchen da auch ständig dran, irgendwie die ganze Sache rauszukriegen. Den Unterschied seht ihr aber deutlich, wenn die Waschbären dran waren. Weil die Schweine schießen den ganzen Spaß schon mal so ein paar Meter durch die Gegend. Weil es könnte ja noch eventuell mal das Korn rausfliegen. Ja, wie gesagt, flache das oben ein bisschen ab, damit die Gehwegplatte da nicht so sehr wibbelt drauf. Das geht, glaube ich, auch ein bisschen schneller. Na, nun passt sie. Ja, jetzt liegt die halbwegs da drauf. Ihr werdet sehen, was ich jetzt noch mache. Das Werkzeug habe ich natürlich vergessen zu erwähnen. Den Zimmermannshammer und noch vier Nägel. Weil nämlich da jetzt unten noch ein paar Füße rankommen, damit das nicht rollen kann. Also die Dachse und Waschbären rollen nämlich ganz gerne die ganze Sache weg. Und dann kommen sie auch an den Mais ran. Das sollen sie aber nicht. Und deshalb kommen da jetzt unten noch Füße ran und dann kriegen die das nicht weggerollt. Ein Schwein dagegen geht einmal mit dem Wurf unter und dann fliegt das Ding durch die Luft und der Mais fliegt raus und dann können die da in Ruhe ihren Mais aufnehmen. Ja. Und ich bereite jetzt noch die Füße vor und dann werdet ihr sehen, gleich nagel ich die Dinger an. Ja, ein paar ordentliche 140er Nägel, das gut angenagelt. Ihr seht, ich nehme da kein besonderes Holz, das sind Douglasienzöpfe. Da habe ich einfach mir ein Stückchen weggesägt von. Und dann werden die angenagelt. Vorteil, wie gesagt, anderes Wild kann die Dinger nicht in Bewegung setzen. Zum einen, zum anderen kann man es natürlich so machen, dass man die Dinger so annagelt, dass und das wird über kurz oder lang auch passieren, weil die Tröge ja unten Feuchtigkeit vom Boden kriegen, dass sie da anfangen ein bisschen zu faulen. Kann man es auch so setzen, dass man ein bisschen Luft unten hat. Habe ich jetzt hier an der Stelle nicht gemacht, aber wäre eine Variante. Und letztendlich kann man dadurch eben auch verhindern, wenn da ein bisschen Luft zwischen ist, dass das nicht ganz so schnell fault wie eigentlich geplant. In der Regel kann man sagen, ein so ein Trog hält etwa 4 Jahre. Dann könnt ihr einen neuen bauen, könnt ihn auswechseln. Die Dinger haben sich wirklich bewährt. Wenn die Schweine gelernt haben, die Dinger anzunehmen, also wissen, wie es funktioniert. Die erste Zeit wird euch wundern, die Sauen waren da, die waren am Mahlbaum, aber hier nicht an den Trog, weil sie damit nicht anzufangen wissen. Ja, so viel dazu. Steht. Und so sieht es dann eben auch aus im Revier aus.
Ja, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und habt vielleicht vor, bei euch sowas auch im Revier aufzustellen und zu nehmen. Wie gesagt, es ist immer eine kleine Menge an Mais, die dort angeboten wird. Man braucht nicht mit dem Spaten durch die Gegend ziehen. Man hat einfach sein Ärmerchen für die Dinger neu auf, wenn sie dran waren. Sieht vor allem schon vom Weiten, ob die Schweine am Dranne waren. Also wie gesagt, ich habe davon zwei Stück aufgestellt, an dieser Stelle, die ich euch da jetzt eben so gezeigt habe, und dann noch eine andere, und kann schon von Weitem sehen, ob was dran war. Klar sagen wir und zeigen mir auch die Kameras, ob was da war, aber wie zum Beispiel jetzt schon am 16., den wir jetzt haben, auf der anderen Körung, da sind so viele Füchse und Dachse unterwegs, dass meine Kamera schon ihre 100 Bilder, die ich umsonst habe, voll habe. Wird jetzt da demnächst doch mal sicherlich ein Update machen, die ganze Sache erweitern. Denkt dran, YouTube, schreibt was drunter, wie euch das Bau, der Bau des Führungstrohs gefallen hat. Vielleicht auch Fragen, die euch dabei aufkommen. Und wie immer, einen Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Und abonnieren, wer noch nicht abonniert hat. Hier wird jetzt gleich hier abonnieren bitte. Und dann vielleicht noch ein Video, was euch gefällt. Und was euch noch anschauen möchtet, noch aus der Vergangenheit. Ich wünsche euch was. Viel Glück. Viel Spaß, Petri Heil, Weidmanns Heil euch allen, und bleibt mir gesund. Tschüss.